Guten Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von Mein Geld TV. Die betriebliche Altersvorsorge bekommt ein neues Gesicht. BAV steht nicht nur für betriebliche Altersvorsorge, sondern für Beraten, Abwickeln und Verwalten. Mitarbeiter sind heute daran interessiert, ihre Absicherung für die Altersvorsorge mitzugestalten. Die Versicherer, die es schaffen, eine einfache digitale Strecke für Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzubieten, liegen ganz vorne. Doch das ist nicht alles. Wie wichtig und welche Wirkung die betriebliche Altersvorsorge heute im Arbeitsmarkt hat, wollen wir mit Experten besprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast. Herrn Per Protoschill, er ist Geschäftsführer und Leiter Vertriebsunterstützung bei der Stuttgarter Vorsorge Management. Schön, wieder hier zu sein. Eingeladen haben wir Herrn Martin Budinek, er ist Abteilungsleiter BAV Firmenlebenmanagement, Bayernversicherung, Lebensversicherungs AG. Schön hier zu sein, freut mich. Ganz herzlich willkommen heißen wir Herrn Björn Achter. Er ist Generalbevollmächtigter BAV und BKV der Württembergische Lebensversicherungs AG. Danke für die Einladung, schön hier zu sein. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herr Ruben Simon, Prokurist, Leiter BAV-Vertrieb bei der WWK. Guten Tag auch von meiner Seite. So, Herr Simon, wir haben gesagt, das Sozialpartnermodell funktioniert nicht, zumindest nicht für die mittelständigen Unternehmen, den normalen Verbraucher. Dennoch strebt die Politik eine BAV-Durchdringung von 80%. Muss man jetzt was verändern, um dieses Ziel zu erreichen, oder was muss man tun? Ganz sicher muss man was verändern, weil in der Vergangenheit ist es uns ja nicht gelungen, 80% Durchdringung in der betrieblichen Altersversorgung zu schaffen. Ich meine aber, immer nach der Bundesregierung oder nach dem Gesetzgeber zu rufen, ist sicher nicht der richtige Weg. Ich glaube, jeder sollte an seinem Platz mal schauen, was er tun kann. Und das ist die Strategie, die wir verfolgen, weil ich will schon auch sagen, die Versicherungsgesellschaften sind schon auch Teil des Problems, indem sie ein komplexes Geschäftsfeld mit schwieriger, aufwendiger und komplexer Produkte, Verwaltung und Beratungsprozesse noch schwieriger macht und damit einfach Vermittler konsequent das Thema auch meiden, weil sie sagen, es ist zu kompliziert, zu schwierig, zu aufwendig, zu wenig Ertragspotenzial auch für den Berater. Und deshalb ist unsere Strategie ganz klar, die konsequente Simplifizierung in allen Bereichen der betrieblichen Altersversorgung und die zunehmende Technologisierung von Beratungsprozessen zur Vereinfachung für den Berater und für den Käufer am Ende. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die uns gestellt ist, dass wir als Versicherungsgesellschaften das einfacher machen, dass draußen auch der Berater mehr Freude an der betrieblichen Altersversorgung hat, der Arbeitgeber mehr Freude hat. Also ich nenne das gerne, dass die Customer Journey in der betrieblichen Altersversorgung besser wird. Und dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Ich glaube, man muss ein bisschen differenziert dran gehen. Also die Simplifizierung, die teile ich auf jeden Fall, dass das etwas ist, dass man sagt, komplexes Thema einfach darstellen, ganz, ganz wesentlich. Aber wie ich eine 80-prozentige Durchdringung bekomme, da muss ich mir erstmal anschauen, welche Art von Unternehmen habe ich denn? Ich habe große Unternehmen, die schon eine 90-prozentige Durchdringung haben und ich habe kleine Unternehmen, die bei 20-30% stehen. Und ich habe noch ein zweites Phänomen. Ich habe nämlich genau die Situation gerade im Bereich der Entgeltumwandlung, dass bei niedrigen Einkommen relativ niedrige Umwandlung oder gar keine Umwandlung stattfindet und bei höheren Einkommen eine deutlich höhere Umwandlung. Und das heißt, wir müssen sowohl im Kreis als Anbieter sagen, dass wir auf diese Situation reagieren und Lösungen schaffen. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von arbeitgeberfinanzierten Modellen, zumindest was den Anschub angeht. Aber wir müssen auch schauen, dass die Politik hier, und das ist eben genau das Thema, Sozialpartnermodell funktioniert nicht, was kann man mit einer klassischen BAV alternativ machen, nochmal näher betrachtet, weil so Dinge, was sich ja schon im Betriebsrentenstärkungsgesetz 1 abgezeichnet hat, wie das Thema Geringverdienerförderung, jetzt auch nochmal ins Betriebsrentenstärkungsgesetz 2 2024 mit hineinkommen soll. Und ich glaube, solche Themen auf der politischen Seite sind ganz, ganz wesentlich, um einen Impuls zu setzen, weil dadurch Arbeitgeber einen Anreiz haben, BAV zu machen, die Durchdringung zu erhöhen und da vor allen Dingen eben die Unternehmen, die bisher nichts haben, kleine, mittlere, unser Kernklientel, anzusprechen und das einzusetzen. Und das muss eben von uns begleitet, untermauert werden.
Also vielleicht erstmal zu dem Ziel 80%. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie maximal unterkomplex, so ein Ziel auszurufen. Zu sagen, okay, wir sind bei 60, 100 ist das Maximum, wir nehmen die Mitte. So ist das ja zustande gekommen, damals auf der ABA-Tagung. Ich glaube, hat Herr Schmachtenberg sich das auf der Bühne einfallen lassen. Mhm. Also das finde ich schon ziemlich unterkomplex. Und genau das wurde ja richtig gesagt, es kommt schon sehr darauf an, was wer kriegt, weil das politische Ziel muss ja sein, Altersarmut zu vermeiden. So, und irgendwie, das sind halt Menschen, denen es nicht so leicht fällt, zu sparen. So, insofern, dafür muss man irgendwas machen. Und ich finde auch, da gibt es zwei Ansätze. BAV muss Spaß machen. Zuallererst mal dem Arbeitgeber. Wenn der keine Lust darauf hat, dann wird er nichts machen. Und Komplexitätsreduktion ist ein total wichtiger Punkt. Mitarbeiter finden, binden ist ein Punkt. Und irgendwie das müssen wir so rüberbringen, dass der wirklich Bock auf BAV hat. Sonst hilft alles nichts. Und dann werden wir eine schöne Versorgung mit ihm beraten, dass irgendwie nämlich genau die Mitarbeiter nicht nur Entgeltumwandlung machen, sondern dass wir Versorgungssysteme im Unternehmen implementieren, die auf dieses Unternehmen passen, die den Zielen dieses Unternehmens entsprechen und wo der Arbeitgeber auch bereit ist, Geld zu geben. Weil, genau das ist richtig, was hier gesagt wurde, ohne dass ein signifikanter Arbeitgeberbeitrag dabei ist, wird das nicht funktionieren. Ja, was jetzt auch schon hier durchgeklungen ist, möchte ich an der Stelle nochmal bestätigen. Wir haben durchaus Betriebe in unserem Bestand, die diese 80% oder mehr haben. Und dann muss man eben nochmal hingucken, was sind das für Betriebe und warum ist das so? Und die Gründe haben wir gesagt, das sind Betriebe, die wollen das, weil es ihnen Spaß macht oder auch, weil sie einen entsprechenden Druck haben, entsprechend gute Anreize zu setzen, damit sie die geeignete Belegschaft bekommen und auch halten können. Dann sind wir bei der Arbeitgeberfinanzierung und dann sind wir bei guten Prozessen, wo es für den Arbeitgeber wie für den Mitarbeiter halt eben einfach funktionieren muss mit digitalen Prozessen, mit listenmäßiger Anmeldung, kein Papierkram, digitaler Dokumentenversand, Unterschriften drauf verzichten können. Das sind die Dinge, die sich die Politik gerne detaillierter angucken kann, um da auch Erleichterung für alle zu schaffen. Und wenn wir jetzt dann nochmal auf die Zielgruppe gehen, die sich ohnehin wenig Versorgung leisten können, weil sie eben im Niedriglohnbereich sind, das wäre der Verteilungsauftrag für eine Sozialpolitik, die dann für die betriebliche Altersvorsorge was macht, diesen Förderrahmen, den wir ja schon haben für die Niedrigverdiener im Paragraph 100, dass man den deutlich erweitert, dass man den beispielsweise dynamisiert, dass man da einfach was dagegen setzt, dass die Leute, die man damit mal reingeholt hat, wir haben da sehr gute Erfahrungen mit gehabt, dass sie da nicht einfach durch die Inflation wieder rauswachsen. Mhm. Oder aber eben, dass das für Arbeitgeber auch noch attraktiver gemacht werden kann, indem sie da einfach noch stärker mitgefördert werden, wenn sie wirklich Geld für ihre Mitarbeiter in die Hand nehmen. Und die meisten wollen das. Die meisten Arbeitgeber wollen das für ihre Mitarbeiter was tun. Die wissen nicht, wie mache ich es richtig, wie mache ich es gut. So ein bisschen wird ja gerade der Eindruck erweckt, irgendwie so nach dem Motto, diese Firmen gibt es, die 400 Euro irgendwie hinterher schmeißen oder irgendwie halt auch nicht. Ich glaube, also ich kenne die jetzt auch nicht, gebe ich zu. Und wenn ich sie kenne, dann sage ich euch nicht irgendwie wohl. Das Wichtige ist, glaube ich, die BAV und das Beraten zur BAV auch zu der Versorgung nicht als, wir machen das einmal. Das ist ein Prozess, das geht über Jahre. Man muss eine Versorgung entwickeln mit dem Unternehmen und die muss sich dann sozusagen auch entwickeln. Mhm. Es ist sicherlich so, dass irgendwie kaum Unternehmen sagen, ich hau mal irgendwie 400 Euro pro Mitarbeiter sofort irgendwie über die gesamte Belegschaft. Das kriegt meistens keiner hin. Das muss sich entwickeln. Das muss sozusagen auch ein Stück weit aus Lohnerhöhungsbudgets sozusagen verhandelt werden in Unternehmen. Das sind Wege, die man beschreitet. Deswegen ist ja auch Beratung so wichtig. Und deswegen ist ja auch eine vertrauensvolle Beratung über Jahre hinweg wichtig. Nicht hinlaufen, umhauen, weglaufen. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema betriebliche Altersvorsorge. Bekommt ein neues Gesicht. Beraten, abwickeln und verwalten.